Aspasia. Oh, Cassandra. Du bist zurück in Athen. Was davon übrig ist. Unsere Welt zerfällt unter unseren Füßen. Es ist so laut wie auf einem Schlachtfeld da draußen. Und so brutal. Sie fordern Perikles Kopf. Als ob er wissen müsste, wie man dieser Katastrophe begegnet. Niemand ist auf das Ende der Welt vorbereitet. Ich muss mit dir reden. Ich fand einiges über meine Mutter heraus. Ihren Namen, ihr Schiff. Cassandra, jetzt ist nicht die Zeit. Perikles liegt im Sterben. Er weist mich ab und lässt Hippokrates nicht zu sich. Er plappert nur noch von seinem kostbaren Parthenon. Perikles ist ein starker Mann. Er kann die Krankheit besiegen. Du hast sie gehört. Er kann sich nicht verteidigen. Er wird ohne Ruhm sterben. Die Athener kennen ihn schon viel länger als diese Seuche. Er gab ihnen eine Stimme. Seine Errungenschaften sprechen für ihn. Ach. Perikles braucht einen Arzt und mich wird er nicht zu sich lassen. Dich respektiert er. Könntest du zu ihm gehen? Ich versuch's. Wenn du es tust, nehme ich mir die Zeit und wir reden über deine Mutter. Doch erst braucht er deine Hilfe. Einverstanden. Aspasia, Meister. Ich sagte doch. Ich bin's, Cassandra. Ja, tritt ein. Es ist mir peinlich, dass jemand mit deiner Stärke mich so sehen muss. Ich gebe zu, du siehst nicht besonders gut aus. Und genauso fühle ich mich auch. Ich bring dir Medizin. Ah, ja. Meistens kommt Phoebe, um sie mir zu bringen. Wenigstens lebe ich noch. Auch wenn ich von meiner Stadt nicht dasselbe sagen kann. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Nun, jetzt wird sie Kleon gehören. Er muss sie aus diesem traurigen Zustand befreien. Ja. Ja. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Gehen wir auf den Balkon. Vieles hat sich verändert. Ich kann mich nicht mal gerade halten, um dem Tod stolz ins Gesicht zu sehen. Du wirst schneller gesund werden, wenn du Hippokrates zu dir lässt. Meine Zeit ist gekommen. Vor der Seuche sind alle gleich. Ich habe Athen enttäuscht. Das Volk. Was passiert? Nein, hast du nicht. Es ist nett. Aber falsch. Aspasia muss beschützt werden. Ebenso Athen. Ich dachte, ich hätte Athena genug geopfert. Aber anscheinend nicht. Ich sollte dort auf den Straßen sein. Du würdest überwältigt. Es wütet ein Mob und Kleon tut nichts, um ihn zu besänftigen. Den Göttern sei Dank, dass Kleon mich nicht so sieht. Doch für mehr kann ich ihnen nicht danken. Sie haben mich verlassen. Die Götter sind nicht schuld, sondern die Welt. Sie steht auf dem Kopf. Athens Schicksal ist besiegelt. Jetzt können wir nur noch warten. Du solltest wieder hineingehen. Du brauchst Ruhe. Wo ich hingehen sollte, ist in dem Parthenon mein größtes Vermächtnis an Athen. Wir brauchen den Segen der Götter. Aber Aspasia... Aspasia hat recht. Das hat sie meist. Doch dieses Mal nicht. Ja, ich gehe hinein. Hab Dank, Cassandra. Sag meiner Aspasia, ich hätte brav die Medizin genommen. Na gut.
Perikles ließ mich ein. Er nahm die Medizin ohne zu murren. Vielen Dank. Stimmt etwas nicht? Ich hätte Phoebe längst zurückerwartet. Ich sah sie in der Menge draußen. Hast du sie irgendwo hingeschickt? Ich schickte sie zu Anastasios, um eine Fähre zu suchen. Sobald Perikles wieder stark genug ist, verlassen wir Athen. Wir müssen. Und nun machst du dir Sorgen. Bestimmt ist alles in Ordnung. Aspasia, es grassiert eine Seuche. Du weißt, was los ist. Sie ist noch ein Kind. Zoll ihr den Respekt, den sie verdient. Sie ist kämpferischer, als ich es in ihrem Alter war. Ich sagte Perikles, dass der Kult in Athen ist. Es ist zu gefährlich. Der Kult? Ich dachte, da spreche die Krankheit aus ihm. Ich werde nach ihr suchen. Wo ist Anastasios Haus? Es liegt gegenüber vom Odeion des Perikles. Schere. Das ist der richtige Ort. Tut weh. Es hat uns schon ein bisschen dominiert.
Das ist der richtige Ort. So viel zu dir und deiner komischen Maske. Göttern, was ist hier passiert? Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Deimos muss eine Drohung wahrgemacht haben. Ah!
Das dauert nicht sehr lange. Haut mache ich einen Himation. Erde, Mutter von allem, ich grüße dich. Wir verkaufen nur die besten Waren. Wir sehen uns dann. Oh. Nichts entgeht den Augen des Kosmos.